Naja, ich habe doch gewusst, dass ich richtig liege. Einen Monat vorher habe ich an der ganzen Sache gezweifelt, ist das mit dem CO2 so schlimm und so weiter, und habe einen Versuch durchgeführt und habe das hier auf diesem Kanal dokumentiert. Ich werde dazu hier, links heißt nicht links wie die Seite, sondern Link, hier oben werde ich die entsprechenden Verweise dazu anfügen. Und ja, jetzt kommt es. Ich lag richtig. Aber nicht nur ich, sondern ganz, ganz, ganz viele Wissenschaftler auch. So, und ich werde euch genau an die richtige Stelle eines Videos, wo wunderbar zitiert wird aus einem Gerichtsurteil, an diese richtige Stelle werde ich euch auch per Link dorthin führen und zum Schluss dann nochmal. Es geht um diesen berühmten Hockeystick, also das geht um diesen Kurvenverlauf, dieser steil ansteigende CO2-Verlauf und die dementsprechende Temperatur innerhalb dieser Zeit und so weiter. Das hat ein gewisser Professor Michael E. Mann herausgefunden angeblich, und ich werde euch vielleicht auch noch, ach naja, das wird nicht gehen, aber wisst ihr was, wenn ihr ungefähr so bei Minute 3 seid, dann habt ihr Wahnsinns-Einsichten, wie man damals dieses Modell, dieses Klimamodell gefälscht hat und wie man uns versucht hat, Angst zu machen. Also mir geht das jetzt langsam auf den Zünder, dieser CO2-Blödsinn, der uns hier eingeredet wird. Ihr könnt euch ja informieren. Wer sich informiert, weiß viel. Wer viel weiß, kann gut denken. Denn denken heißt Wissen zu kombinieren. Wenn man nichts weiß, muss man glauben. So, ja, also am besten ihr hört dann selber rein und hört euch mal ganz einfach an, was dieser Michael Mann letzten Endes angestellt hat. Also, mal sehen. Ich glaube, ich werde es so machen. Hier in diesem Bereich werde ich dazu den Link machen, was das IPCC, dieses große Klimainstitut, für einen Mist gemacht hat und wie ängstlich die waren. Das wird in diesem Bereich dieses Videos sein. Wie ängstlich die waren, um Gottes Willen, wenn das rauskommt, und was machen wir dagegen? Und dann gegen Ende diesen Link, den werde ich auch hier am Ende nochmal anfügen, führe ich euch genau direkt an die Stelle, wo es den Mr. Man dann direkt vor Gericht erwischt hat. Also, Mann, Mann, Mann. Naja, da haben wir es, aber vielleicht hilft es etwas, grundsätzlich einfach mal immer anders zu denken, als es vorgegeben wird. Ich wünsche euch was Schönes. Habt einen schönen Tag. Tschüss.